Wir stehen nicht nur in Deutschland, sondern offenkundig in weiten Teilen Europas vor einem neuen Lockdown, einer etwas milderen Version als im Frühjahr. Aber es wird wohl deutliche Beschränkungen geben. Das wird die Wirtschaft treffen. Das wird wieder Auswirkungen haben, möglicherweise auf die Reaktion der Notenbanken. Bislang reagieren die Aktienmärkte vor allem in Europa wie der DAX mit durchaus Schmerzen. Wir sehen, dass der Euro derzeit unter Druck ist, eben weil heute ein sehr wichtiger Tag für Europa sein wird. Ein wichtiger Tag für die Aktienmärkte auch wahrscheinlich, aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst mal an, meine Damen und Herren, was hier geplant ist. Drastische Corona-Regeln will Merkel, die ja heute eine Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer hatte, einführen. Und schauen wir uns eben diese Maßnahmen mal an, die zumindest von der Bundesregierung geplant sind. Die kann man deutschlandweit nur mit der Zustimmung der einzelnen Ministerpräsidenten durchsetzen. Thüringen weigert sich schon ein bisschen und sagt, nee, also das machen wir nicht mit. Hier gibt es Kontaktbeschränkungen wohl. Maximal Angehörige aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Schulen und Kindergarten bleiben offen. Das ist natürlich ein zentraler Aspekt. Einzelhandelsgeschäfte unter Auflagen zur Hygiene und so weiter, Vermeidung von Warteschlangen bleiben geöffnet. Aber Unterhaltungsveranstaltungen, Theater, Opern, Konzerthäuser sollen schließen. Das gilt für Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmeeinrichtungen, auch Bordelle sollen schließen. Das ist für den einen oder anderen eine tragische Nachricht. Auch Sporte sollen praktisch Amateursportbetriebe auf öffentlichen und privaten Sportanlagen geschlossen werden. Und vor allem Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sollen geschlossen werden. Lieferung und Abholung von Speisen noch möglich. Aber das ist schon so ein bisschen wie das, was wir im Frühjahr erlebt haben. Und das haben die Aktienmärkte ja lange so ein bisschen verdrängt. Aber diese Entwicklung in Sachen Corona, die ist in den letzten Tagen eben sehr dynamisch verlaufen. Das gilt auch und vor allem für Frankreich. Heute will Macron heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit eine Fernsehansprache halten. Da geht es wohl darum, dass man dann in den nächsten 4 Wochen praktisch einen landesweiten Lockdown verhängen wird mit etwas milderen Varianten als eben im Frühjahr. Aber dennoch, es ist ein landesweiter Lockdown mit all den Konsequenzen und wir hatten ja schon eigentlich oder viele hatten das V gefeiert, der Konjunkturerholung und das auch fortgeschrieben. 2021 wird großartig, aber es ist eben jetzt so, dass wir praktisch wieder zurückfallen in die Muster, die wir schon einmal hatten, zumindest in ähnliche Muster, und dass das wieder ökonomische Schäden verursachen wird, die schwer zu reparieren sind, wahrscheinlich nur durch die Notenbankpressen wieder so ein bisschen kaschiert werden. Man schüttet sozusagen das Problem zu, kann es aber nicht lösen, was wir heute sozusagen praktisch in die Löcher stopfen. Das sind die Schulden von morgen, das darf man nicht vergessen. Schauen wir uns zum Beispiel Belgien an. 13.571 Fälle in Belgien, das ist wirklich kein großes Land, nicht mal ein Achtel, glaube ich, der deutschen Bevölkerung. Das wäre so, als hätten wir in Deutschland locker mal 100.000 Fälle. Positivrate der Tests 26,4%. Also mehr als jeder vierte Test ist dann auch positiv im Krankenhaus. Alleine gestern 294 Leute, Beatmungsgerät 911 und so weiter und so fort. Druck auch hier, die untere Grafik, wie der Telegraph schreibt, auf Boris Johnson in Sachen Brexit. Da dürfte auch was passieren, respektive der Druck nimmt zu. Und das ist aktuell die Lage, wenn wir uns mal hier die Fallzahlen anschauen. Da sehen wir besonders Tschechische Republik, sehen Belgien, sehen Frankreich weit oben, sehen United Kingdom, United States und dann Germany. Germany noch am besten, aber es ist eben oder noch vergleichsweise besser dastehend. Es ist schon eine Entwicklung, die jetzt eben die Märkte durchaus interessieren wird und interessieren muss. Und das ist auch schon passiert. Der DAX hat jetzt 9% verloren seit seinem Stand von vor 2 Wochen. Fing am Montag nicht schön an mit SAP, hat gestern dann auch nicht wirklich einen Befreiungsschlag gebracht. Heute immerhin haben wir die Deutsche Bank wieder in der Gewinnzone. Die Deutsche hatte Zahlen gemeldet, aber ich vermute, da wird dann kleine Geldwäsche
Skandale oder irgendwelche Skandale, weil kennen Sie einen Skandal, in den die Deutsche Bank nicht verwickelt ist? Also mir würde jetzt keiner einfallen, nicht wahr? Also nicht spontan zumindest, nicht? Dementsprechend wird wahrscheinlich dann dieser schmale Gewinn, der im Kapitalmarktgeschäft überwiegend erwirtschaftet wurde, dann schnell auch wieder durch Strafzahlungen vermutlich praktisch egalisiert oder praktisch pulverisiert. Jetzt haben wir natürlich dank der Briten auch die Brexit-Verhandlungen, heute ja der letzte Tag von Michel Barnier, dem Chefunterhändler der EU in London. Und jetzt ist man an einem entscheidenden Punkt, das britische Pfund noch relativ entspannt, ist in einer Seitwärtsbewegung. Interessant wäre, was passiert, wenn Trump die Wahl verliert und Biden gewinnt, welche Auswirkungen das auf das britische Pfund hätte. Möglicherweise würde das britische Pfund dann deutlich fallen, weil praktisch der große Bruder so ein bisschen verloren geht im Geiste, nämlich Donald Trump, der sich ja immer für den Brexit ausgesprochen hat, während die Demokraten sagen, naja, also ihr müsst euch schon an eure Versprechen, an eure Bündnisse halten, an eure Verträge halten. Genau das hat Johnson ja nicht gemacht. Er wollte ja praktisch das, was er schon mit der EU unterschrieben hatte, wieder außer Kraft setzen. Dann haben vor allem demokratische Senatoren in den USA gesagt, ja, wenn du das machst, dann werden wir auf gar keinen Fall irgendeinem Abkommen mit der UK in Sachen Handel zustimmen. Also das hat jetzt Implikationen auf verschiedenen Märkte, was hier gerade passiert. Und wir sehen, wenn wir jetzt mal hier die Zusammenfassung dessen uns zu Gemüte führen, was Holger Cipic über die Märkte hier zu sagen hat, sehen wir, dass wir sozusagen erst ein Stück weit seitwärts gelaufen sind. Der DAX mehr unter Druck, europäische Indizes stärker unter Druck. Die Amis haben sich, naja, gehalten, Dow Jones schwächer, Nebenwerte schwächer, S&P schwächer, nur der Nasdaq hat sich ja besser gehalten, dazu gleich mehr. Wir hatten dann gestern die Zahlen von Microsoft, sehr, sehr gut, aber Revenue Forecast, also Umsatzwachstum, war dann nicht so toll aus der Sicht der Märkte. Wir sehen jetzt den Dollar Stärke, wir sehen vor allem Euro Schwäche, wir sehen, dass die Anleiherenditen wieder fallen. Das ist genau das, was eben diese Risikoaversion jetzt mit sich bringt, angesichts der Lockdown-Sorgen ist die Flucht in die vermeintlich sicheren Häfen der Anleihen. Und interessant ist, wenn wir uns jetzt mal die Berichtssaison in den USA anschauen, die heute mit Boeing weitergeht, aber vor allem morgen eben mit den großen Tech-Konzernen, dass wir normalerweise, wenn wir dreifach Überbietungen haben in Sachen Earnings per Share, also in Sachen Gewinn pro Aktie, in Sachen Sales, also praktisch Umsatz pro Aktie, in Sachen Guidance-Anhebung, in praktisch Prognose-Anhebungen, dann haben wir eigentlich durchschnittlich immer gehabt einen 5% Anstieg der Aktie oder der Aktien des Unternehmens, die solche dreifach Überbietungen gemeldet hat. Diesmal aber in dieser Berichtssaison haben wir lediglich einen Anstieg von 0,11%. Fakt ist also, dass die Zahlen ja durchaus gut sind aus der US-Berichtssaison oder aus der Berichtssaison insgesamt. Aber die Frage ist, was hilft uns das, wenn das sozusagen die Vergangenheit reflektiert und wir aber jetzt möglicherweise vor wieder neuen Herausforderungen durch Lockdowns stehen etc. Was bringt das, wenn das Zahlen aus der Vergangenheit sind? Deswegen scheinen die Aktienmärkte auch in den USA nicht mit diesem Hurra zu reagieren. Was wir hier sehen, ist eben Growth gegen Value. Wir haben jetzt praktisch wieder diese ganze Geschichte. Growth ist gut, die halten sich besser angesichts der Corona-Krise, wenn wir neue Lockdowns kriegen. Was kümmert das Apple und Co., sagt man sich. Dementsprechend jetzt eben die Tech-Werte wieder stark dazu. AMD, Xilinx, diese Fusion, die stattfindet, oder dieser Kauf, wieder Merger Fantasy. Und wenn wir uns jetzt mal hier die US Tech-Aktien, so muss es heißen, in Relation zum BIP der USA anschauen, dann sehen wir da, dass wir deutlich über der Tech-Bubble sind. Natürlich, damals Tech-Bubble, da waren viele Firmen dabei, die faktisch kein Geld verdient haben. Das ist jetzt anders, aber dennoch in Relation zum BIP eine sehr, sehr sportliche Bewertung. Und die Frage ist, wird da ein bisschen Luft rausgelassen eben in nächster Zeit? Ja oder nein? Schauen wir uns jetzt das entscheidende Thema für die Märkte eigentlich an. Stimulus-Deal. Wir haben jetzt diese Korrektur gehabt seit dem September, weil eben diese Stimulushoffnungen immer weiter in die Zukunft verschoben werden mussten, nicht kamen. Schauen wir uns mal die Geschichte an. Im Mai wollten die Demokraten Mitte Mai 3,4 Billionen, die Republikaner allerdings im Juli nur eine Billion. Dann haben die Demokraten ihre Forderung runtergeschraubt auf 2,4 Billionen.
schließlich Anfang Oktober auf 2,2, während die Republikaner die Stimulusmaßnahmen Projektionen raufgefahren auf 1,8, aber man hat sich dennoch nicht einigen können. Was passiert, wenn sozusagen wir eine Situation haben, auch nach der Wahl, dass wir eine ähnliche Struktur haben wie jetzt, dass zum Beispiel möglicherweise Biden Präsident ist, aber der Senat eben republikanisch bleibt oder Trump Präsident bleibt, aber die Demokraten dann zum Beispiel das Abgeordnetenhaus weiterhalten, dann haben wir eine Situation, die genauso ist wie jetzt. Man wird sich kaum einigen können. Das dürfte die Summe der Stimulus Pakete dann deutlich dämpfen und senken, und dementsprechend dürften dann auch die Perspektiven für die Aktienmärkte schwächer werden. Said Donald hat wieder gesagt, ja, people should get a stimulus, but Pelosi is holding up aid. Die Pelosi ist es, die Böse, die Hexe, die hat ja wieder so Donald diese ganze Geschichte verhindert. Aber nach den Wahlen, we'll get the best stimulus you've ever seen. Unter diesen Superlativen macht es ja Said Donald nicht, also der größte Stimulus der Weltgeschichte mit Abstand, ja, auch für die nächsten 1000 Jahre wahrscheinlich. Schauen wir uns noch an, wie jetzt vor 4 Jahren die Märkte reagiert hatten. Da gab es ein Tief am Freitag vor der Wahl, gewählt wird ja immer am Dienstag. Ist das wieder so? Das ist die große Frage. Und JP Morgan stellt schon mal die Frage, ja, was ist denn, wenn Donald Trump die Wahl doch gewinnt? Das erscheint uns wenig wahrscheinlich, aber wenn es so wäre, dann würden wir sagen, dass US-Aktien bei Banken und Industriewerte hier praktisch gesucht würden, während ausländische Aktien, also nicht amerikanische Aktien, nicht Banken, nicht Industriewerte dann tendenziell schwächer laufen würden. Das zumindest die Projektion von JP Morgan. Aber wie ist es mit den Analysten? Die haben immer den totalen Durchblick, haben ein Puzzleteil und halten es sozusagen für das Große und Ganze. Das gilt natürlich auch für mich, meine Damen und Herren. Deswegen glauben Sie kein Wort von dem, was ich gesagt habe. Ich wünsche jedenfalls einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Ihnen Servus und Ciao.